Und da haben wir schon fast wieder voll unsere Energie. Also ich glaube, so eine Energieknappheit soll es hier nicht mangeln. So, dann gucken wir mal, wer uns hier erwartet. April 24th, 1943. What is the significance behind these colossal statues found throughout the valley? I find they all look so very voracious. I keep returning to the idea of the mythical Saiteka, the legendary tribe of cannibalistic giants that roamed North America and came into conflict with the Aboriginals. But why would they be worshipped here? There must be something else to it. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sollte es hier wohl auf der Insel Kannibalisten gegeben haben, die groß waren. Nein. 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 Das möchte ich nicht erleben. Ich schmecke nicht lecker. Ah ja. Ja, yeah, to crack the floor. Okay. Lieber Kannibalist, falls du hier zuguckst gerade. Ich bin nicht lecker. Geh weg. Der guckt schon so grimmig, ne? Boah, wäre das geil, wenn jetzt hier auf einmal alles abbröckeln würde. Die ganzen Steine und der da rausbrechen würde. Und so. Ich hab Hunger. So. Ist das richtig? Ja, ist das richtig. Du kannst ruhig sterben, aber nichts dagegen. Hallöchen, Söckchen. Hallo, Daniela. Willkommen zur Let's Play Live Show. Oh, warum mach ich denn hier so... Juckt die Nase. So. Da spielt einer an seiner Panflöte. Wendigo, a fierce creature with an insatiable desire to consume flesh. The creature is most often linked with both greed and famine, acting as a balance of nature. Why would this creature hold such a strong cultural significance to them? Ich habe gerade nur das Wort Wendigos gelesen. Wir erinnern uns ja alle ungemein an Anteldorn. Ne? Auch du? Ja. Auch wenn ihr jetzt da auf der Couch sitzt und sagst, ne, ich... Meint er mich jetzt? Hat er auf mich jetzt? Ja, ich zeige auf dich. Ja, dich mach ich. Ich? Nein, ich doch nicht. Ich finde, das Spiel ist viel zu schade, um da zwischendurch so ein bisschen durchzurennen, weil das so geil gemacht ist. Also echt, also Mühe gegeben haben sie sich echt hier auch mit dem Level-Design. Ist das so geil. Ja, ich bin erleuchtet. Was war das denn? Achso. Ich dachte schon. Ich dachte schon, da unten steht wieder irgendwas und ist am Leuchten. Hallo. Den Baum direkt wieder Leben entziehen. Ist jetzt... wo ist es denn jetzt aufgegangen, das Tor? Ist das... Kann ich jetzt hier einfach runter? Ach, hier. Gut, das war jetzt nicht so schwer, das Rätsel.
wir kriegen Besuch. Ich hab's gewusst. Ach so. Ach so, funktioniert das auch. Man kann ihn quasi auch wieder zum Leben erwecken. Den. Aber der kämpft trotzdem dann gegen einen. Das ist natürlich geil. Muss man ja mal ausprobiert haben. Okay, da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Ich glaube nicht, dass wir durch den Wasserfall gehen dürfen. Nein. Ich glaube nicht. Obwohl ich es eigentlich mal ausprobieren könnte. Weil hier ist wieder so ein Abhang. Das kann natürlich gut bedeuten, dass wir hier wieder anfangen müssen zu rennen. Dass wir hier rennen müssen und dann durch den Wasserfall springen. Aber würde mir eigentlich gar keinen Sinn ergeben, weil wir ja normalerweise gar nicht das Wasser berühren dürfen mit unserem Anzug, weil der Anzug ja sonst kaputt geht. Ich probiere es mal. Oh, hallo Baum. Oh Gott. Alter. Ah, Vögelchen. Voll. Höh, wer ist denn da? Alter, geh weg. Kommt die da einfach angeflattert, die Alte? Gibt's da gar nicht. Geh woanders seine Falten bügeln. Aber nicht an mir. Ich glaub's ja wohl, ist ja wohl die Höhe. Guck mal, da ist wieder Bambi. Bambi lebt, ne? Ja. Kann ich das Leben nehmen? Warte mal. Ich dachte, ich war gerade noch hier. Okay. Egal. Lass uns mal weitergehen. So. Was? Was? Ich bin etwas verwirrt. Ach da! Alter! Hör doch auf mit der Scheiße! Ich habe mich erschrocken. Es war nur ein Zucken. An meinem Glied. Also an meinen Augenlid, nicht Glied. Komme ich jetzt auf Glied? Hallo, wir haben noch keine 22 Uhr. Ich meinte mein Augenlid. Built by the Susurians served as a ceremonial structure exalting the Colossi. Along with the Titan tree and daemons, they intertwined to form a mythology. From what I gathered, the Colossi were once humans who feasted upon the forbidden fruit, corrupting them into giant monstrosities. Cannibalizing their fellow man and devouring all life within the valley. Is this a tale of caution? Are the Susurians warning us against abusing the power of the life seed? Gut. Ich geh erstmal hier rein. Schauen wir mal, was uns hier drin erwartet. Kisten über Kisten. Und ein neues. Ein neuer Anzug-Upgrade. Mhm. Ah, ein Upgrade für unseren Enterhaken. Das finde ich sehr, sehr schön. Was ist hier? 40 Medaillons. Haben wir nicht. Alter Schwede. Da muss er echt sammeln. Sammeln. Sammeln und sammeln. Dann würde da noch ein Bonusraum sein. Wir haben jetzt gerade mal 5 wieder. Weil der ziehen uns die ja immer wieder ab. Die wir ausgegeben haben. Okay, 40 Medaillons. Kriegen wir eh nicht zusammen, weiß ich ganz genau. Deswegen. Hui.
Ja, aber ist schon... Das sind wieder die großen Kannibalisten. Was ist das denn? Ich habe eine komische Fantasie, was diesen Berg betrifft. Ich enthalte mich da mal meiner Stimme. Ihr könnt es euch ja vielleicht denken, wenn ich da so auf die... Vergiss es einfach, was ich gerade gesagt habe. So, was haben wir hier? Aha. Hier ist wahrscheinlich der Töpferkurs hier oben. Ich bin wahrscheinlich zu spät. Ich hätte gern auch getöpfert. Was habe ich früher in der Schule sehr gerne gemacht? Töpferkurs. Verfolge. Hallo. Ich sehe dich doch. Du alte Schnalle. Und dich da unten sehe ich auch. Wenn du... Bist du doch, oder? Also ja. Hab's doch gewusst. Und daneben steht noch jemand. Aha. Ich hab's gewusst. Hallo. Ciao. Smoke Lake. Wow, what the fuck, Alter. Was ist denn hier los? Was ist denn? So, this is the Astra Facility. Ja, hier müssen wir rennen. Ich kann mir schon denken. Oh Gott. Ich glaube, wir hätten mehr Anlauf nehmen müssen. Ja, ich glaube da. Ich glaube, da holen wir nochmal mehr Anlauf. Zwischendurch können wir so ein bisschen die Dings einsammeln hier. Hallo. So. Oh Gott. Hallo. Bambi, steh auf. Sag ich dir. Jawohl. Na. Haut die einfach ab. Mal da. Ach, es gibt ja auch verschiedene, ne? Das ist ja... Hi Seppel, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen. Es ist gerade sehr tot im Chat. Wir sind alle fasziniert von dem Spiel. Seid ehrlich. Das geht nicht gut. Flex. Oder? Also gerade eben. Nein! Ich war so sicher, aber ich wollte nur nochmal zur Seite nochmal gucken. Oh nein. Da hinten stand schon wieder jemand, den habe ich schon gesehen. So. Energie wieder full. Ach, guck mal. Hallo. Okay, wenn man drei Energiekugeln nur benutzt, dann kommt man eigentlich ganz gut aus.
Ach, guck mal da. Tu es gerade so, als hätte ich dich nicht gesehen. Natürlich habe ich das. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Dass ich diese Passage nicht ohne Sterben schaffe. Uah, uah, Alter, uah. Uah, ging aber gerade nochmal eben gut. Muss ich ganz kurz die Luft anhalten. Das war jetzt gerade nur der Sicherheitsblick nach hinten, ob nicht da doch irgendwie so eine dämliche Hexe spawnt oder was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Hallo meine Freunde. Kann das sein, dass das vielleicht die... Kann es vielleicht sein, dass das die... Hallo. Dass das vielleicht die... Ja. Dass das vielleicht die Menschen sind oder Menschen gewesen sind, die hier früher gelebt haben. Dass das ganze Ding hier total außer Kontrolle geraten ist und dann einige zu böse geworden sind, einige gut. Ich bin Jesus! Ich bin Jesus! Oh! Achso. Alter, wir haben noch zwei Blätter. Oh Gott. Ah, man kann nicht ewig über Wasser laufen. Achso. Ach so. Wie kriege ich denn Leben wieder? Ach so, indem ich... Ach so. Indem ich Bäume wieder Blätter gebe, dann kriege ich dadurch krieg ich Leben wieder. Ach so. Das hätte mir mal früher einer sagen müssen. Oder sollen. Oh, diese Musik dabei. La 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 la. Okay, den gehen wir da hinten auch nochmal leben. Hier noch ein Baum ohne Fahrschein? Nö. So, der kriegt auch Leben. Was haben wir hier Schönes? Ah, somit kriegen wir auch unsere Blätter wieder. Das ist natürlich geil. Ist gut zu wissen. Füllen wir mal da oben die Energie wieder auf. Ah, umso schöner ist es hier auch. Das war knapp. Ich dachte schon, wir schaffen das nicht. Ich gebe hier jeden Baum jetzt erstmal Leben wieder. Achso, wir sind schon voll. Also mit Lebensenergie, wenn das unsere Energie ist. Ich vermute mal ja. Ist eigentlich, wenn ich den Baum wieder Leben wegnehme, verliere ich dann Blatt? Nein. Aber ja doch, verliere ich. Dann machen wir das wieder dran. Sicher ist sicher. Wir wollen ja nicht, dass Greenpeace vor der Tür steht, ne? Sondern wir wollen ja, dass hier... Oh! Ach so, kriegt man auch Haselnüsse? Ach, ist ja krass. Also, liebe Kinder, ne? Falls ihr zuguckt oder so, ne? Den Bäumen immer Leben geben. Ja, Leben spenden. Mit einem elektrischen Anzug.
Dann bekommt ihr auch Haselnüsse von den Bäumen. Mehr? Ich denke, ich mache den ganzen Wald mache ich jetzt grün. Guckt ihr mal an, wie schön das hier blüht. Ich habe den grünen Daumen. La la la. Ah, der fehlt noch. Hallo? So, jetzt aber. Ah, oh, bitte schön. So. Oh, unsere Energie geht aber so langsam zur Neige, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Und hier liegen Haselnüsse. Haselnüsse. Hm. Wo müssen wir lang? Ah. Kann ich ja viel drauf lesen. Aus einem Billion, was? Aus einem Baum machen wir Millionen Streichhölzer. Aber ein Streichholz kann einen ganzen Wald vernichten. Ja, das stimmt. Renn weiter. Ich laufe mal geradeaus weiter. Sieht so aus, müssen wir hier lang. Aber die Frage ist, wo? Ich glaube, hier lang. Hm. Yeah. Phil Collins am Schlagzeug. Mal wieder. Ist wieder so eine Rennpassage jetzt wieder hier. Wie gut, dass ich nicht sehe, wenn ich diese leuchtenden, diese Kugeln einsammle. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Alter. Eieieiei. Wollten wir nicht eigentlich zu dieser Facility laufen? Aber da waren wir doch gerade. Wieso rennt er denn jetzt eigentlich weiter? Also ich meine, wieso rennen wir denn weiter eigentlich? Achso, find a way to get inside the Astra Facility. Steht ja auch da. Wer lesen kann, ist klein Vorteil. Na, wirst du wohl da langlaufen? Diese Musik, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ich würde sagen, wie es da weitergeht, seht ihr in einer weiteren Folge bei Valley. Ich weiß, es ist gemein. Aber wir machen jetzt hier erstmal für YouTube, machen wir jetzt erstmal hier eine Folgenpause. Und ich brauche auf jeden Fall auch erstmal ein kleines Bäuschen. Ja, also, bis demnächst.